Hey Leute und willkommen zurück zur nächsten Folge von Legends of Runeterra. Wir zocken heute mal noch ein bisschen, um ein paar Belohnungen abzugreifen. Und ich ändere mal doch wieder auf Ionia zurück. Weil ich habe versucht, ein cooles Deck zu machen, aber ich habe noch so wenig Karten. Da kann man nicht wirklich was einigermaßen ordentliches zusammen machen. Deswegen werden wir hier mit dem Deck erstmal weitermachen. Das ist ein Deck mit Yasu, Karma und Zed, ich glaube. Moment. Und Jinx, genau. Und wir können ihn hier sogar noch reinmachen. Und dann nehmen wir irgendwas anderes raus. Er ist eine Vierer. Raus dafür. Speichern wir mal und wir spielen gegen den Spieler. Genau. Wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen hier uns gegen andere Spieler behaupten. Und ich guck mal, wie gesagt, dass ich mal ein paar mehr Karten freischalte. Ich habe schon so ein paar Wildcard-Karten und einen ganzen Krempel. Das heißt, ich kann mir auch schon ein paar gute Karten vielleicht mal herstellen. Aber mindestens so Standardkarten wäre schon richtig cool. Dann haben wir die Set bekommen. Für mich voll leise, ey. So, und hier, egal, kriegen wir ein bisschen Schaden auf die. Schwörmel gewährt, du hast zwei Verbündete in deinem Deck 1-1. Oh. So. Alles ist besser zu zweit. Sag du! So, die kann ja. Wir durchschauen alles! Nicht abgewehrt werden. Auf geht's! Nächste Runde haben wir auf jeden Fall ein bisschen mehr Möglichkeiten. Wir könnten Zed reinmachen. Na toll. Voll wegmachen, aber ne. Halt euch dann! Gesegnet von Schnee und Sternen! Der muss unbedingt sterben. Wir haben hier Zed, aber der stirbt gleich auch. Wir machen ihn hier rein. Wenn er angreift, kann ich ihn killen. Race. Oh, hier ist es auch ganz gut. Aber wir werden erstmal selbst spielen. Ich bin die Klinge in der Dunkelheit. Oh yeah. Und der hat sogar direkt Angriff. Das heißt, er kann den nicht mal. Oh nein, bitte nicht. Ich hab nicht genug Kraft. Gespielt. Ah, shit, Mann. Aber er hat seine ausgespielt. Okay. Das war ja an allen Einheiten. Oh, ich weiß nicht, ob er das richtig gelesen hat. Er ist echt stark. Den könnten wir dann aber töten mit dem Ding. Schlacht!
Aber der Typ, das kennen wir ja schon, der ist robust. Das heißt, er erleidet ein weniger Schaden aus allen Quellen. Hm. Eine Karte abwerfen und den Typen töten. Was dagegen machen kann, ansonsten stirbt er. Kann hier glaube ich auch irgendwelche Formation bilden. Grimassen machen. Hm. Ja, ich glaube, das hebe ich mir noch auf. Könnten töten, aber ich heb mir das Ding hier. Nehme ich hier für irgendeinen super krassen Mega-Champ. Das wäre, glaube ich, dumm, wenn wir das anders machen. So, der ist noch zu krass hier, aber ich kann sie hier spielen. Kniet als Schüler, werdet zu kriegen. Theoretisch könnte ich den sogar noch. Hast du das gehört? Mein Freund. Hab dich. Das Gleichgewicht will es so. Dann greifen wir mal an. Kälte ist hier nicht die einzige Gefahr. Standhaft bleiben! Das ist doch gut. Wir könnten ihn noch mal boosten oder wir machen ihn hier rein. Den kann er auch nicht abwehren. Das heißt, wir würden jede Runde 6 Schaden machen. Braun kümmert sich darum. Raum können wir auf jeden Fall killen, wenn wir das Ding hier machen. Stärke in Anmut, Schönheit in der Klinge. Mein Schild ist mein Schwert. Sag Hallo zu meinem Schild. Sich sogar aussuchen soll. Okay, nicht so schlimm, alles gut. Dieser Haken hier, mit dem hier. Dann wählen wir die geringste Einheit abwehren. Lass uns Freunde sein! Kann. Aber wir können das jetzt hier machen. Bevor er sich hochhält. Pass auf dich auf, mein Freund! So, sehr gut. Dann haben wir Jinxie. Stufenaufstieg, wenn die Hand leer ist. Das kriegen wir hin. Mut schützt das Herz vor Furcht. Kriegt
zieht zwar nicht den Buff, aber... Oh, er hat aufgegeben. Nice. Easy pupeasy. Zyklischer Siegbonus. Uiuiui. Dann soll ich mal hier was aufmachen. Bronzetruhe haben wir auch bekommen. Wie gesagt, ich würde es echt toll finden, wenn man sehen könnte, habe ich die Karte jetzt schon, habe ich die noch nicht, dass man hier einfach eine Zahl drüber hat. 0 oder 1 oder bla. Das wäre echt cool. Weil ich kann jetzt nicht sagen, boah, ja cool, die hat mir noch gefehlt oder so. Einmal hier. Ich brauche mehr Karten. Das meine ich. Ich brauche erstmal ein paar Karten, bevor ich hier irgendwas reißen kann. Hier sind sogar noch mehr drin, okay. Splitter. Mit den Splittern kann man hier so eine Wildcards kaufen. Also beziehungsweise auch richtige Champion. Okay, hier ist eine seltene Wildcard, dann haben wir eine Wildcard. Hier ist eine silberne Truhe und hier ist eine goldene. Okay. Wird natürlich jetzt 20.000 Jahre dauern, bis man da hinkommt. Aber man kann ja jederzeit auch die Region ändern. Und dann sind halt wahrscheinlich Karten der Region so ein bisschen da drin. Okay. Das heißt, wir zocken nochmal weiter. Ich habe mir hier schon welche angefangen, aber ich habe nicht genug Karten, um die fertigzustellen. Das meine ich halt. Deswegen müssen wir leider erstmal ein bisschen so zocken. Aber wir haben ja hier mit 4 Helden schon mal ein recht gutes Deck. Er hat dasselbe jetzt. Den können wir wegpacken, der Rest ist okayisch. Würde ich sagen. Ja. So, ich fange sogar an. Eine Feldstudie? Wie aufregend! Cassius. Was macht Cassius? Meine Ausbildung ist unkonventionell. Probieren geht über Studieren. Ich soll gewinnen den Trade und auch. Der macht nichts. Kann ich eine Karte ziehen? Okay. Ich glaube, ich mache erstmal sie hier rein. Der Jodel hier gehört nur was, zu mir. Wenn ich Angriffe, in Angriffsmodus bin, dann hat sie den direkt an. Okay. Also wir nehmen jetzt die hier. Sicherheitsmodus? Ha! Hab keinen eingebaut! Ich bin die Klinge in der Dunkelheit. Das ist blöd. Volles Tempo voraus! So, wenn er schlecht ist, bleibt er mit ihm. Oder wehrt er mit ihm ab, aber. Das ist nicht. Okay, er hat gecheckt gerade. Schaden verursachen. Okay. Frage ist, welche Karte geben wir weg? Wäre schon cool, wenn wir den selbst. Nur die Würdigen werden überleben. Ich habe viele gesehen. So, ich hoffe, er kann da nichts gegen machen. Er hat immer noch 3 Mana. Guckt euch das an. Das ist nicht gut.
Damit verbessert er sich auch. Alles ist besser zu zweit. Sag du. Das ist nicht richtig bad, ey. Der Orden belohnt die Gläubigen. Können wir auch gleich reinpacken. Haben wir zweimal direkt Angriff. Und die kann er nicht abwehren. Das ist echt krass. Auf der Hand erleuchtet es schon zwei. Fucking sad, ja. Inspirierender Mentor. So, ich schaffe. Glückstreffer! Probieren wir das Baby hier mal aus! Und sehen Sie nicht kommen. So. Haucht Ihnen das Leben aus. Denkt über Damage, okay. Sind da, um gebrochen zu werden. Die Gebäude oder Menschen. Guten Tank. Das gehört alles zum Plan, den ich mir gerade ausgedacht habe. Okay, wir müssen gucken. Wir sind tot, wenn wir jetzt nichts machen. Er hat noch zwei Mana. Ich hab, kann er sich ja auch wieder heilen. Wo willst du hin? Aber gern aufheben. Für dich ist es zu spät. Du störst meine Forschungsarbeit. So, gucken wir, ob er noch irgendwas macht. Halt euch so! Ah, scheiße. Allerdings. Das ist natürlich. Ich glaube, das macht er, oder? Ich habe meine Bücher dabei. Ist das okay? Wir hatten einfach so alle direkt Angriff. Okay. So, nächste Runde können wir den hier noch spielen. Okay. Können immer noch gewinnen. So. Den lassen wir da reinrasseln. 6, 7, 8 Schaden. Okay. Ja, eigentlich kann er nicht gewinnen. Es sei denn, er kann die hier töten. Wieder Zauber an. Also 3 Schaden. Das ist natürlich heftig. Verstecken ist sinnlos. Schade. Ich dachte, warum man nicht so viel spielt, aber. Oh, fuck, ey. Thank you.
immer gerne, so gut wie alles. So, dann hauen wir Jinx noch rein. Keine Ahnung, ob sie noch irgendwas machen kann. Sie hat auch direkt Angriff, aber... Was? Achso, und direkt Angriff. Ich sehe es. Regeln sind da, um gebrochen zu werden. Wie Gebäude oder Menschen. Waffen sind effektiv wie jede Waffe. Ich glaube, das schaffe ich nicht, oder? 5. Klar, Boss. Das schaffe ich nicht. 5. Auch wenn ich den hier aufhalte. Bleib stehen, ich versuch dich zu erschießen. Aber ich hätte ihn der damals schon killen. Fünf Schaden. Haben wir irgendeinen Zauber, der 5 Schaden macht? Wahrscheinlich nicht, oder? Jetzt geht die Party los. Das war's. Schade. Wir merken uns, wir dürfen. Ich hätte den Set nicht abwehren müssen beim ersten Mal. Weil dadurch, dass der doppelt den Nexus angegriffen hat, ist der halt. Ja, hat er sich verbessern können. Okay, wir zocken mal. Ne, wir bleiben bei Dings. Wo es, glaube ich, eigentlich egal ist, was man für Karten spielt, oder? Den hier. Garen? Wir tauschen die mal aus, mal gucken. Ja, das ist schon für den Anfang erstmal besser. Ich meine. Und sogar ein Dreier. Sieh mal einer. Kann sich das jetzt aussuchen. Los, findet sie. Bringt aber nicht so viel. Kriegt denn den Zauber leider dafür? Ich denke, das ist besser so. Disziplin und Stahl! So, guck mal, was hier. Schwer ihn durch! Unermüdlicher Ruhm! Flieg weg, solange du kannst! Okay. Da reingetradet, gut. Eine Karte mit denen kaputt machen können, dann ist das auf jeden Fall worth. Beziehungsweise wir können die sogar noch heilen. Heile ein verblödetes Ziel. Ich entscheide den Kampf! Stimmt. Ich heile ihn jetzt oder. Ich lasse ihn gehen. Willkommen in der beschwipsten Eule.
glaube ich, ein bisschen dumm. Ich habe es jetzt ehrlich gesagt nicht gesehen, dass ich wieder Mana. Oh, diese kleinen Fehler immer. Okay. So, wenn er nichts macht, kriegen wir ein bisschen Mana. Aber ich kann den Typen halt wieder heilen. Nichts. Das heben wir uns mal auf. Damit wird ihr gleich wärmer. Viele Stämme unter einem Banner. Müssen wir aber auch ein bisschen. Na, noch eine Runde. Wir können sagen, ich soll den hier angreifen. Jetzt sind wir wieder ein bisschen in Führung. Herausfordern, das bringt aber nichts. Aber Rosa, haltet zusammen! Was war das? Irgendwas mit Poro? Wäre Poro Verbündeten überall 1-1. Heute ich kämpfen Poros wir vereint! Hätte, würde ich auch einen Buff kriegen. Warte mal. Oh, er greift ja gerade an. Du wirst dich nicht durchsetzen! Ich hätte gerne diese Masse gegeben, aber gut. So, das haben wir nicht. Das können wir spielen. Brecht ihren Geist und ihre Schwerter! Die können wir spielen. Ich bin wirklich hier! Bringt noch nichts. Weiß nicht, ob ich den hier nach Tode buffen soll oder. Ja, lass uns mal so. Poro Champion? Ach du Scheiße, Poro Meute. Jubelherz der Meute. Verbündeten, Alter. Das ist ein ziemlich heftiger Spell, muss ich sagen. Ich dachte, ich kann einen was geben. Ich hätte es jetzt ihm hier geben wollen, damit er ausruhen kann, wer gegen ihn verteidigt. Aber wenn natürlich alle das kriegen. Alles klar, dann weißt du, was jetzt los ist, ne? Vielleicht hätte ich den noch spielen können. Nee. So, wenn dann so. 15, 15, ja. Okay, er ist tot, wenn er jetzt nicht irgendwas noch hat. Er hat Mana. Diese Masse ist okay, holy shit. Den Spell habe ich for free bekommen, weil ich nicht gespielt habe. Was? Spiele 15 Einheiten aus Demacia oder Noxus.
Ich glaube, die Tresorsachen, die kriege ich zum Schluss, oder? Bin mir ehrlich gesagt nicht sicher. Ja, wöchentlicher Tresor, okay. Also ich habe schon scheinbar eine goldene, Platin und Bronze oder so. Die steigert, je öfter man spielt, okay. Dann nehmen wir mal jetzt noch hier die Wildcard. Dann haben wir eine Wildcard-Kapsel. Dann kommt eine Silbertruhe und eine epische Karte. Okay, aber noch eine Runde schaffen wir nicht. Wir sind schon wieder bei 30 Minuten. Wie gesagt, ich werde immer noch ein bisschen gucken, dass ich ein paar Karten freispiele, damit ich mir hier mal ein neues Deck zusammenbauen kann. Und dann werden wir hier hoffentlich mal die Leute richtig einen wegknallen. Ich bedanke mich aber wie immer fürs Zugucken. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn ja, immer schön den Like-Button drücken und dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dann, bye bye.